So, 650R, da schlägt das mein Herz für, aber... Es geht noch besser. Es geht noch besser? Ja, wir haben noch einen draufgesetzt. Wir haben jetzt hier noch das Flaggschiff aus Mannheim dabei, 6R250, 300 PS mit IPM. Jo. Und würde ich sagen, gehen wir mal an die Maschine. Jetzt fährst du mal. Feuer frei. Jetzt, ich setze mich auf den Beifahrersitz, der schmeißt mich dann in den Sitz. Alles Leder hier. Die Tür geht gut zu. Genau, also hier haben wir quasi alles reingepackt, was wir reinpacken können. Wir haben hier das optionale Lederlenkrad, genauso wie den optionalen Ledersitz. So, jetzt kommen hier erstmal die Gänge. wir haben jetzt hier eben wie bei den 708er, 9er Serie hier kein Armaturenbrett mehr. Wir haben jetzt hier mehr Sicht dazu gewonnen. Hier nach vorne, wir haben jetzt hier auch eine Handyhalterung, wie ihr hier sehen könnt. Dann dafür haben wir jetzt in der A-Säule ein Eckpfosten-Display mit dazu bekommen. Also schön übersichtlich hier an der Ecke. Das stört uns auch überhaupt gar nicht beim Ausschauen aus der Kabine. Dann, wir sehen hier auch wie beim 150er unseren neuen elektronischen Joystick mit kapazitiver Handerkennung. Also auch hier können wir uns irgendwelche Bodenbearbeitungsgeräte drauflegen. Mit dabei haben wir auch die Wendeschaltung, um auch auf dem Feld hier agiler arbeiten zu können und nicht ständig die Hand hin und her wechseln zu müssen. So, jetzt lasse ich den hier einmal laufen. Jetzt kommt die Hose. Ich werde und feuerfrei. Also jetzt seht schon, wir haben Spaß am Fahren. Das wird schwierig, sich dann später von der Maschine zu trennen. Ja. Ich glaube, ich würde beide gern jeweils einen mit heimnehmen. Wenn der LKW sich kurz mal bei mir verfährt, ist nicht schlimm. Genau. Du den 150er mit der Variable Linksübersetzung. Ich würde dir den 250er gönnen. Ich würde Abstriche machen. Das geht schon gut. Wie schnell er auch immer die Drehzahl runterholt, ja. Also ja. Wir hatten mal, mein erster Stufenloser mal zu Hause war so ein 8230 Autopower, ne? Bis der von der Drehzahl mal runtergegangen ist, ne? Der ja. Geht ja gar nicht erst dahin. Weil der, ich meine, das ist ja auch, das darf man an der Stelle ruhig sagen, es ist nach wie vor der sparsamste Traktor, der jemals im DRG PowerMix getestet wurde. Genau, wir haben das auch unabhängig getestet, also wir haben von der DLG einen unabhängigen Test machen lassen, ja. Bei dem wir verschiedene Wettbewerbsmodelle miteinander verglichen haben mit dem 6R250 und unter anderem jetzt auch der neue 6R185. Der 6R250 kam auf Platz 1 im Spritverbrauch, dahinter dann der 6R185 auf Platz 2. Ich würde deswegen sagen, dass wir hier eine sehr gute Transportmaschine eingestellt haben, vor allem aktuell in der Zeit, wo die Dieselpreise ziemlich stark anziehen. Ja, also ich weiß nicht, in meiner früheren Zeit, da war halt John Deere schon immer King auf dem Acker, aber auf der Straße musste man ein Fan fahren, schon allein, weil er nur halb so viel Sprit gebraucht hat, ne? Was natürlich früher auch schon Quatsch war, aber man merkt wirklich, du kriegst einfach das Feedback, dass gerade so seit, also schon mit 7530, die waren schon gut, aber so mit 6R-Generation, Feedback ist eigentlich immer sehr sparsame Maschinen. Ja. Vor allem durch die zwei neuen Modelle haben wir hier jetzt nochmal mit der neuen Serie 6R den Schwerpunkt auf die Transportarbeiten gelegt. Ja. Wir haben jetzt beim 6R185 7,9 Tonnen Leergewicht und bei 234 PS. Ja. Also ein ziemlich leichter Schlepper, der genau. Aber viel Leistungsreserve fahren muss. Ja. Sowas gefällt mir. Leichter Traktor, viel PS. Also ich muss jetzt dazu sagen, dieser Weg hier, der ist unglaublich. Aber der Traktor hier im Vergleich zu meinem 6210R, der jetzt mittlerweile auch schon 10 Jahre alt ist, der ist einfach nochmal besser gefedert. Er ist nochmal deutlich ruhiger. Und boah, ist schon nochmal wieder, man merkt die 10 Jahre. Vor allem hier haben wir eben jetzt nochmal das Getriebe verbessert, die Getriebesoftware, genau zu sein.
um hier eben die Drehzahl nochmal sanfter zu regulieren. Ja. Für ein besseres Fahrverhalten auf der Straße vor allem. Die Drehzahl fällt sanfter an. Weißt du, wo du hier bist? Ich weiß es. Mittlerweile habe ich es langsam den Fahrt verloren, aber orientierungsmäßig müssen wir in die Richtung. Ja, auf jeden Fall. Ich habe große Hoffnung, dass da vorne nach Hause geht. Ja. Ich hoffe, dass wir da die Hauptstraße finden und dann irgendwie nach rechts weiterfahren können. Ist egal, wo die Reise hingeht, Hauptsache fahren. Jawohl. Hier nochmal richtig schönes altes Bördepflaster. Das geht super. So. Das ist ja schon fast wie am Nürburgring, ne? Weiterer Vorteil am John Deere stufenlos mit Command Pro. Wir können jetzt hier wahlweise entscheiden, ob wir hier mit dem Command Pro fahren wollen oder hier mit dem Gaspedal. Wir müssen keine Taste bedienen. Jetzt fängt es sogar an zu regnen und wir können den neuen Scheibenwischer ausprobieren. Ah, guckt euch das mal an. Das ist am Sichtfeld. Das ganze Leben. Ohne Witz, mein 6R hat hier oben den drin, ja. Das ist, weiß ich nicht, hier ist gefühlt die Hälfte vom Sichtfeld. Ich war ja schon immer ein John Deere-Fan, aber da kann mir auch kein Fanfahrer erzählen, dass das jetzt hier was, ja, dass das kein richtiger Traktor ist. Und guck mal, der LKW wartet schon, Mensch. Ja. Soll ich dir noch meine Adresse geben, damit ihr wisst, wo er die zwei abladen soll? Können wir machen. Wir müssen leider nur die nächsten 2,5 Wochen diese Schlepper noch vorführen. Dann, dann schieben wir sie dir vorbei. So machen wir es. Wir sind schon ganz nervös hier alle. Der kommt rückwärts drauf. Genau. Schieben wir uns hier mal ab. Jo, Leute. Okay, ich glaube, das war ziemlich cool. Ich hoffe, es kam so ansatzweise rüber, wie viel Spaß die Maschinen machen. Ansonsten, ja, vielen Dank. Gerne. André und John Deere. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.